Sehr geehrter Präsident, meine Damen und Herren, liebe Brandenburger, es ist kaum zu fassen, wir debattieren heute schon wieder über Masken, noch immer über Masken. Dabei weiß die Regierung schon länger, dass die Dinger im Alltag kaum was nutzen. Denn trotz Maskenpflicht kam es in den märkischen Kliniken, in den märkischen Pflegeheimen regelmäßig zu massiven Covid-Ausbrüchen. Das hat das Ministerium auf meine Anfrage hin zugeben müssen. Aber leider ist es für diese Regierung typisch, dass sie Fakten ignoriert. Wir müssen uns jetzt in Bussen und Bahnen zwar nicht mehr mit den Masken rumquälen, aber immer noch in Praxen und Krankenhäusern. Unsere Landesregierung wartet jetzt im dritten Jahr auf die Killermutante. Sie wartet weiterhin auf den Zusammenbruch des Gesundheitswesens. Letzteres aber leider völlig zu Recht, aber nicht wegen Corona, nein, wegen des politischen Versagens dieser Landesregierung. Worüber könnten wir alles reden? Zum Beispiel über die Blackout-Gefahr. Regelmäßig gibt es gefährliche Cyberangriffe auf unsere Infrastruktur. Und es ist eine ganz reelle Gefahr, dass Hacker uns einen großflächigen Stromausfall in Brandenburg verursachen können. Ich rede da nur von hybrider Kriegsführung im digitalen Raum. Hier liegt vieles bei uns im Argen, davon will die Landesregierung aber nichts wissen. Die allermeisten Kliniken halten bei Stromausfall nur wenige Tage durch. Für jede fünfte Klinik ist bereits nach wenigen Stunden oder sofort Schluss. Aber das ist unserer Landesregierung egal. Ich habe sie gezielt nach der Lage in Brandenburg gefragt und keine gescheiten Antworten erhalten. Auch die Versorgung von Notfällen bei Stromausfall, dafür gibt es keinen ausreichenden Plan. Ebenso wenig wie für Menschen, die zu Hause beatmet werden oder die regelmäßig an die Dialyse müssen. Nach mehreren Nachfragen erst hat die Ministerin im Ausschuss mir versprochen, sich bei den Kliniken zu erkundigen, wie lange sie bei Stromausfall durchhalten. Und ich bin sehr gespannt, ob und wann und welche Antwort ich bekomme. Aber nicht nur das gefährdet unsere Gesundheitsversorgung. Auch beim Hausärztenachwuchs sieht es massiv mau aus. In 3 Jahren werden in Brandenburg 500 Hausärzte fehlen. 500. Und was macht unsere Landesregierung? Sie dampft das Landärzteförderprogramm auf 18 Stipendienplätze ein. Das Ministerium möchte das eingeplante Geld lieber zweckentfremden. Vermutlich wird das Geld für irgendwelchen Klimaquatsch in unseren Kliniken verpulvert. Und da frage ich mich, woher sollen dann die Landärzte kommen, die wir so dringend benötigen? Unsere Ministerin sagt und hofft, die Studenten an der Medizinischen Hochschule Brandenburg und die Studenten, die irgendwann mal am Unicampus Cottbus studieren sollen, würden hier in Brandenburg bleiben, würden kleben bleiben. Da sage ich nur, was für eine Naivität. Nach der Logik hätte Mecklenburg-Vorpommern mit seiner sehr renommierten Universität Greifswald ja gar keine Probleme. Aber tatsächlich schaut es dort ähnlich traurig aus wie hier in Brandenburg. Kein Wort also zu diesen echten Problemen in unserem Bundesland. Stattdessen debattieren wir über die Maskenpflicht. Ein Relikt aus einer dunklen Zeit, aus einer Zeit voller medizinischer und politischer Fehlentscheidungen, voller Diffamierungen und Gängeleien. Und das muss aufgearbeitet werden. Und deswegen hat die AfD auch den so wichtigen Corona-Untersuchungsausschuss auf den Weg gebracht, meine Damen und Herren. Denn wir müssen kritisch hinterfragen,
Wir müssen alles beleuchten, damit wir für eine mögliche nächste Pandemie gut vorbereitet sind. Aus Fehlern lernen, das ist diese Regierung den Bürgern schuldig. Und darum fordert die AfD schon lange, die letzten Maskenpflichten müssen endlich weg. Jeder, der will, darf sie natürlich gerne tragen, alle anderen müssen nicht. Wir von der AfD fordern Freiheit und Eigenverantwortung statt linksgrüner Bevormundung. Meine Damen und Herren, liebe Brandenburger, leider hat es die Regierung, leider die Regierungskoalition immer noch nicht verstanden. Und darum sage ich es noch mal ganz deutlich, es geht hier darum, die Maskenpflicht sofort abzuschaffen, und zwar überall. Wir brauchen endlich wieder Freiheit, wir brauchen Eigenverantwortung. Nur unsere Landesregierung hat keinen Mut dazu. Sie hat kein Vertrauen in die Brandenburger. Stattdessen wird nachgeplappert, was eine grüne Gesundheitssenatorin in Berlin oder der Bundesgesundheitsminister sagt. Jetzt zum 1. März sollen die Maskenpflichten in Landeszuständigkeit fallen. Das wurde gerade im Gesundheitsausschuss durchgewunken. Und was macht unsere Gesundheitsministerin daraus? Sie glaubt noch immer, dass die Maskenpflicht in Arztpraxen, also für Ärzte und ihre Mitarbeiter, eine Bundesangelegenheit wäre. Dabei ist sie schon in Bayern und Baden-Württemberg seit Anfang Februar aufgehoben. Und das zeigt, unsere Ministerin hat offensichtlich keine Ahnung. Und in der Brandenburger Infektionsschutzverordnung, in der Brandenburger Corona-Verordnung, wurde die Maskenpflicht für Beschäftigte in Arztpraxen gar nicht geregelt. Es gibt faktisch keine politische Entscheidung. Es wurde einfach übersehen. Peinlicher geht es wohl kaum. Aber das ist nicht alles. Vor Weihnachten hat tatsächlich die Staatssekretärin im Gesundheitsausschuss behauptet, die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen im öffentlichen Nahverkehr wäre auch eine Bundesangelegenheit. War sie nicht, war eine Ländersache, das war auch zum Fremdschämen. Und darum rege ich im Ministerium an, mal mehr zu lesen. Und wenn dort keiner versteht, was Sache ist, wir von der AfD helfen Ihnen gerne auf die Sprünge. Wüsste die Landesregierung Bescheid, dann wäre vieles anders gekommen. Dann hätten die Brandenburger nicht 3 Jahre lang eine Hilf- und mutlose Politik ertragen müssen. Denn mittlerweile weiß jeder, die meisten Corona-Maßnahmen waren sinnlos. Sie haben sogar mehr geschadet als geholfen. Und trotzdem wurde bis zum bitteren Ende an dem Unsinn festgehalten, wie heute auch. Aber ich lade Sie ein, mit dem Unsinn sofort und unverzüglich Schluss zu machen, indem Sie unserem Antrag zustimmen können. Darum fordert die AfD, die Verantwortlichen im Gesundheitswesen sollen selbstständig entscheiden können, ob sie in ihrer Einrichtung Maskenpflicht haben oder nicht. Denn wer soll das besser entscheiden können als die Mitarbeiter, als die im Gesundheitswesen selbst? Was auf einer Krebsstation Sinn hat, das ist auf einer orthopädischen Station sinnlos. Ich fordere hier an dieser Stelle auch noch mal die Landesregierung auf, ihrer Aufsichtspflicht nachzukommen und die Krankenkassendaten dem Paul-Ehrlich-Institut unverzüglich zukommen zu lassen. Es ist ganz wichtig, dass diese Geschichte beleuchtet wird und dass das Gesundheitsministerium seine Aufsichtspflicht hinsichtlich der Kassenärztlichen Vereinigung wahrnimmt. Das Paul-Ehrlich-Institut muss die Krankenkassendaten haben, um die Auswertungen zu übernehmen, um zu schauen, inwieweit die mRNA-Impfstoffe der Gesundheit der Bevölkerung geschadet haben. Da sind sie verpflichtet zum Wohle der Bürger und zum Schutz ihrer Gesundheit. Abonnieren Sie unseren Kanal
Und falls unser Kanal mal gelöscht oder gesperrt wird, alle Beiträge finden Sie auch auf Telegram. Die Links sind unten in der Videobeschreibung.